des Horizonts. Es gibt viele Gründe, warum ich mich glücklich schätze. Hier sind zwei davon. Eines der ersten Dinge, die ich sehe, wenn ich morgens die Augen öffne, ist ein relativ kleines, ungerahmtes Bild, auf dem eine Landschaft ohne jegliche Details dargestellt ist. Da ist eine weiche Horizontlinie. Da ist ein Sonnenuntergang. Da ist das Land davor. Da ist der Himmel darüber. Aber gleichzeitig ist nichts von allem wirklich dort. Man könnte es auch als vollständig abstrakte Malerei bezeichnen, mit waagerechten Farbstreifen. Die Tiefe dieser Farben jedoch, ihre Struktur und eigenartige Nebelhaftigkeit, sowie auch das Licht, das über diesen Horizont strahlt, und die gesamte Erfahrung, die sich in dieser zarten Leinwand verdichtet, macht es zu eben diesem, dem Bild eines beruhigenden, warmen, stillen, unbekannten, weit entfernten und entrückten Ortes auf Erden. Ja, das ist eine Landschaft. Aber man kann nicht hingelangen. Niemand ist jemals dort gewesen. Und auch ein leidenschaftlicher Reisender wie ich könnte es nicht, außer über dieses kleine Bild. Wieder schätze ich mich glücklich, wenn ich abends nach Hause komme, auf dem Sofa sitze und durch die Tür auf meiner Wohnzimmerwand einen wunderbaren, weit offenen Raum bestaune. Gut, ich sehe nicht durch eine richtige Tür, sondern natürlich auf das Bild einer Tür. Und dennoch führt sie mich hinaus aus meiner Wohnung, hinaus aus meiner Stadt, weg von meinen Sorgen, in eine fabelhafte Traumlandschaft, einem anderen Horizont entgegen. Dies ist eine leuchtend rote Tür. Draußen ist dunkles Grün, Sonnenlicht strömt nach innen und auf den Boden und wirft einen scharfen Schatten. Sogar mitten in der Nacht fühle ich die Wärme der Sonne. Und mein Sofa scheint zu einem Teil dieses angenehmen Raums zu werden. Man könnte jetzt wieder sagen, hier gibt es keinen Raum, kein Drinnen und keine Tür und natürlich weder eine Landschaft noch ein Draußen. Es ist alles nur gemalt. Wenn es das irgendwo gibt, dann nur in meinem Kopf. Aber ich weiß es besser. Dieses Bild ist so sanft, so reich, so einladend, so unendlich willkommen heißend und suggestiv, so einfach, so kompakt und bar jeden Details, dass es tatsächlich nicht nur eine Tür darstellt, einen Innenraum oder einen Horizont. Stattdessen sitze ich dort und betrachte die Tür und den Horizont. Können Dinge gleichzeitig metaphorisch und konkret, abstrakt und absolut wirklichkeitsgetreu sein? Wie malt man die Essenz einer offenen Tür, die den Blick auf eine idealisierte Landschaft freigibt? Wobei ein fast göttliches Licht in den Raum strömt, die aber dennoch ihre physische Präsenz bewahrt. Ja, diese rote Tür empfindet man als so echt und solide, dass ich nicht verwundert wäre, wenn sie sich plötzlich in der leichten, von draußen hereinwehenden Nachmittagsbrise bewegen würde. Ich schließe meine Augen und kann das Bild immer noch sehen. All die Horizonte, auf denen immer mein sehnsüchtiger Blick lag,
sind hier auf dieser Leinwand vereint. Ist alles aus der Erinnerung gemalt, dann sind auch meine Erinnerungen darin tief eingeprägt. Ich öffne meine Augen und schaue wieder auf Robert Bosisius Bild. Ich glaube, dass nie zuvor jemand den Horizont so auf eine Leinwand brachte wie er. Wie hat er es nur geschafft, etwas abzubilden, das gleichzeitig so konkret und so vergänglich ist? Mir scheint, dass niemand bisher diesen Gegensatz so genau erfasst hat. Wenn wir kurz darüber nachdenken, der Horizont ist per Definition unerreichbar. Wenn man auf ihn zugeht, bewegt er sich von einem fort. Nur in Robert's Bildern kommt der Horizont endlich zur Ruhe. Friede und Stille umgeben uns. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wir alle kennen diesen Aphorismus und stimmen ihm zu. Aber haben wir nie darüber nachgedacht, wie sehr er auf den Horizont zutrifft? Deine Augen erschaffen den Horizont. Man ändert seinen Standpunkt und er verändert sich mit. Man geht auf ihn zu. Und sein dauernd wechselndes Aussehen macht einen verrückt. Gibt es etwas Flüchtigeres, das wir aber gleichzeitig für eine Selbstverständlichkeit halten? Robert zeigt diese beiden Aspekte des Horizonts. Wie wirklich und unerbittlich er uns erscheint. Wie wichtig es uns aber ist, ihn vor uns zu sehen. Und wie ausweichend, fiktiv und flirrend er wird, sobald man ihn zu erreichen wünscht. Dasselbe gilt für diese Türen, die er immer wieder malt. Sie führen nach außen und wir sehen flüchtig, was draußen ist. Seine Türen machen uns das Außen bewusst, während sie uns gleichzeitig fest im Innern verankern. Das Innere schaut nach außen. Sehnsucht ist der deutsche Begriff, der Roberts Malerei genauestens definiert. Longing, yearning, craving, aching, desiring sind die englischen Bemühungen, ihn zu übersetzen. Vor einer Tür steht. Das ist unsere Position vor allen Bildern. Den Horizont betrachten. Unser existenzieller Standpunkt beim Betrachten jeder Kunstform. Das ist es, was Robert Bosisio malt. Unsere Einstellung zur Kunst, unsere Conditio Humana als Träumer.